Nachhaltigkeit. Ein großes Wort, das oft verwendet, aber nicht ganz so oft gelebt und auch wirklich verstanden wird. Mehr und mehr Maklerbüros stellen sich nachhaltig auf, um einem Trend zu folgen oder aus Überzeugung ist manchmal nicht ganz klar, was ist richtig und wie funktioniert ein wirklich nachhaltiges Büro überhaupt. Ja, zwei, die es wirklich leben und demnach auch wissen, sind heute bei mir im Kurzinterview zu Gast. André Dieselkamp und Tobias Niendick, die beiden sind in ihrem Unternehmen Finturancy, übernehmen sie den kompletten Verwaltungsaufwand für HR- und Lohnabteilungen rund um die betriebliche Altersvorsorge. Ja, André, Tobias, schön, dass ihr da seid. Vielen Ja, Dank, dass vielen wir sein Dank. können. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ich würde sagen, wir starten gleich durch und ich stelle euch ein paar Fragen rund um euer Büro, wie ihr das Thema Nachhaltigkeit handhabt. Ja, was bedeutet Nachhaltigkeit für euch? Also Nachhaltigkeit hat erstmal sehr viele Aspekte. Also wir können ja den ökologischen betrachten, den wirtschaftlichen, also den ökonomischen und natürlich den sozialen auch. Für uns ist vor allem wichtig, dass wir den Leuten quasi möglichst viel abnehmen an Aufwand. So, das möchten wir natürlich so machen, dass wir intern digitale Prozesse haben. Das heißt, wir verzichten halt komplett auf Papier. Ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal irgendwas gedruckt habe, um ehrlich zu sein. Also, das ist auch natürlich auch eine gute Sache für die Nachverfolgung intern. Also, man kann Prozesse einfach viel besser verfolgen, wenn man sie digitalisiert. Also, es ist auch eine organisatorische Geschichte auf jeden Fall und hilft damit auch ganz gut. Das Zweite ist natürlich das Ökologische. Das heißt, dieser Papierverzicht sorgt natürlich auch dafür, dass wir ja, also am Ende natürlich viel weniger Papier benutzen und auch die Gesellschaften dahingehend so ein bisschen, ich will nicht sagen drängen, aber schon so ein bisschen fordern, dass wir auch weniger Papier von denen kriegen und halt viel mehr als PDF. Das Zweite ist Nachhaltigkeit im Sinne von Spenden. Also wir möchten uns sozial engagieren. Da haben wir ein paar Vereine, Organisationen, die wir unterstützen, mit dem, was quasi bei uns übrig bleibt, davon spenden wir einen Teil und möchten damit dann auch so ein bisschen diese soziale Komponente ein bisschen vorantreiben. Genau. Und also was Unternehmensführung angeht, ist natürlich auch diese Spendenteil damit verbunden, aber natürlich auch, wie man mit den eigenen Mitarbeitern umgeht, dass man zum Beispiel flexibles, also hybrides mittlerweile Arbeiten anbietet. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt für uns. Was entgegnet ihr Maklern, die Nachhaltigkeit für einen vorübergehenden Trend halten oder ja, es vielleicht nicht als sie nicht als relevant für ihr Unternehmen oder für ihre Unternehmensentwicklung ansehen? Tatsächlich haben wir jetzt noch keine Makler getroffen, die der Meinung waren, aber ich bin mir auch sicher, dass es welche gibt, die immer noch diese alten Ansichten vertreten. Wir können dem nur entgegnen, dass in naher Zukunft jeder sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen muss, weil es einfach keine Alternative gibt. Jedes Unternehmen muss sich irgendwann nachhaltig aufstellen, um gemeinsam das Ziel zu erreichen. Ja, einfach, dass es in einer Welt von limitierten Ressourcen halt kein unlimitiertes Wachstum geben kann und dass halt deswegen Nachhaltigkeit eigentlich so das, ja, also gezwungenermaßen die einzige Möglichkeit ist, damit halt auch weiter zu wachsen. Und das ist halt super wichtig. Also es ist für alle, die zukünftig irgendwie Geschäfte machen möchten, auch in dieser Branche natürlich, egal in welcher Branche, ein absolutes Muss, sich mit dem Thema zu befassen. Ihr habt jetzt gerade schon angesprochen, die nächste Frage so ein bisschen. Sollten sich eurer Meinung nach alle Makler nachhaltig aufstellen oder gibt es welche, wo man wirklich sagen kann, für die ist es aus, weiß ich nicht, aus persönlicher Ausrichtung oder so auch nicht relevant und warum? Es ist natürlich schwierig, dass, also wenn ich zum Beispiel, also wenn wir jetzt einen Makler nehmen, die klassischerweise ein Geschäftsfeld betreuen, das sagen wir jetzt mal den Energiesektor oder so einschließt, also da gibt es ja auch sehr, sehr viele Spezialisierte, da ist es natürlich schwierig. Und man muss auch sagen, dass gerade bei im gewerblichen Bereich der Versicherungsprodukte halt die Produktpalette quasi fast nicht vorhanden ist, was nachhaltige Produkte angeht. Das kann man natürlich auch anders steuern, dann über das Unternehmen und sagen, hey, wir spenden dann einen Teil oder wir machen dies und das. Aber ich glaube, dass an sich sich alle mit dem Thema befassen sollten, weil ich aber auch generell der Meinung bin, dass Unternehmen an sich mehr machen sollten, um sich in all diesen nachhaltigen Punkten quasi besser aufzustellen, weil es einfach
dann gesellschaftlich und auch fürs Unternehmen einfach besser ist. Ja, auf die Produktpalette und auf die Möglichkeiten, die so überhaupt gegeben sind, kommen wir gleich noch zu sprechen. Jetzt hätte ich gerne noch mal so aus eurer Sicht einen Tipp oder so ein, was ihr so Maklern mitgebt, Selbstständige, die jetzt ihr Büro vielleicht wirklich umstellen möchten, diesen nachhaltigen Weg beschreiten möchten. Welchen Tipp habt ihr für die? Es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, sich nachhaltiger als Makler aufzustellen. Zum einen kann man einfach seine generelle Lebensweise ändern. Man kann anfangen, digital zu beraten, was ja auch viele Vorteile mit sich bringt, dass man von überall aus arbeiten kann. Man spart sich den Weg zum Kunden, man muss nicht mehr tanken und kann theoretisch auch, wie Tobi und ich aktuell, aus dem Ausland arbeiten, was diverse Vorteile bringt. Ansonsten kann man sich, wenn man möchte, natürlich auch noch sozial engagieren. Man kann spenden und das wären so die Punkte, mit denen man starten könnte. Genau, Prozesse digitalisieren hätte ich jetzt noch hinzuzufügen, weil das tatsächlich auch, was auch bei uns aufgefallen ist, weil wir vorher auch in Unternehmen gearbeitet haben, die nicht papierlos gearbeitet haben. Und diese Prozessdigitalisierung ist wirklich ein großer Schritt, weil man halt alles nachvollziehen kann. Es ist nicht so, hey, wo habe ich denn jetzt dieses Papierstück und so, wenn ich wirklich eine Organisation habe, die ich mit einer Cloud-basierten Geschichte dahinter verfolge, dann ist es hervorragend. Also eher so Step by Step quasi, auch erstmal so kleine, einfache Dinge im Alltag, die man wirklich leicht bewerkstelligen kann und daraus kann man dann sozusagen wachsen, oder? Ja, ich find's ein bisschen, ich glaube, es ist schwierig, wenn Leute diesen Job seit 25, 30 Jahren machen, denen zu sagen, hey, stell doch einfach von heute auf morgen alles um, das wird nicht passieren, weil die natürlich auch Kunden haben, die sich an bestimmte Sachen gewöhnt haben. Und da geht es, glaube ich, auch einfach darum, dann auch die Kunden zu sensibilisieren für das Thema. Und das ist so vielleicht der erste Schritt, dass man erstmal an die Kunden herantritt und sagt, hey, wir würden uns gerne in der und der Hinsicht ein bisschen nachhaltig aufstellen, beziehungsweise wir würden gerne mehr in diese Richtung gehen. Und ich glaube, da wird es dann niemanden sagen, der sagt, hey, also sorry, dann bin ich aber weg als Kunde. Ich denke, das finden die meisten, das ist, glaube ich, auch Eigenwerbung auch für den Makler. Sprecht ihr durch euren Fokus oder eure klare, nachhaltige Ausrichtung, sage ich jetzt mal, bestimmte Zielgruppen vorrangig auch an oder beziehungsweise schließt ihr eventuell dadurch sogar welche aus? Wir schließen Unternehmen aus, die jetzt quasi sagen, hey, wir machen in die Richtung erstmal gar nichts. Ne? Also wenn jetzt, ich sag jetzt mal, das klassische Ölförderunternehmen oder so, das ist natürlich auch erstmal für einen kleinen Makler zu groß. Aber alles, was so mit dieser Geschichte fossile Energien zu tun hat und so, ist für uns erstmal nicht relevant. Also unser Fokus, wir schließen erstmal nichts aus, aber wir haben natürlich einen Fokus auf digitale Unternehmen und auch Unternehmen, die genauso arbeiten, wie wir es tun. Und da ist sehr interessant, dass es in anderen Bereichen der Wirtschaft schon sehr, sehr viele Unternehmen gibt, die sich vielleicht sogar schon auf sowas spezialisiert haben oder einfach generell so weit schon digitalisiert sind, dass sie da komplett mitgehen können und die auch Nachhaltigkeit als eine sehr wichtige Sache empfinden. Also ich glaube, da hat tatsächlich der Versicherungsmarkt noch so ein bisschen Nachholbedarf gegenüber dem Rest der Wirtschaft tatsächlich. Das ist die perfekte Überleitung zu meiner letzten Frage. Wie schätzt ihr denn das aktuelle Angebot nachhaltiger Vorsorgelösungen in der Branche ein? Du hast gerade schon gesagt, da gibt es wohl Nachholbedarf. Ja, tatsächlich gibt es in dem Sektor noch großen Nachholbedarf, würden wir sagen. Also gerade was das Vorsorgethema angeht, ist es halt so, dass viele Gesellschaften, so wie auch die Pangea, schon fortschrittlich sind, was das Thema angeht. Aber bisher kann es halt noch keine Gesellschaft abbilden, dass selbst der Deckungsstock, also ein großer Teil des ganzen Kapital, also der ganzen Kapitalanlage, noch nicht nachhaltig angelegt werden kann. Auch wenn der Kunde komplett dafür ist und das möchte, kann es aktuell halt noch nicht komplett noch keine Gesellschaft halt anbieten. Da sehen wir den größten Hebel. Wir wissen aber auch, dass das nicht von heute auf morgen zu lösen ist, weil das halt festgeschriebene Anleihen sind für viele Jahre, was nicht von heute auf morgen mal eben angepasst werden kann. Aber ja,
Das wäre auf jeden Fall klasse. Und was das Thema Digitalisierung angeht, also auch im Altersvorsorgebereich ist es so, dass die Produkte immer noch, die Policen immer noch in Papier versandt werden. Und ich denke mal, das ist schon etwas, was man relativ zeitnah lösen könnte als Versicherungsgesellschaft. Da geht es natürlich auch darum, dann am Ende für den Gesetzgeber den rechtlichen Rahmen auch zu schaffen, dass man so arbeiten kann. Weil aktuell gibt es halt immer noch auch diese Pflicht, dass wir theoretisch dann auch die Policen dann ausfertigen müssen. Da kann man natürlich dran arbeiten als erstes. Also es geht darum, auch Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber das Zweite ist natürlich, wenn wir dann über Nachhaltigkeit reden, bei diesen Produkten geht es auch ganz viel um Transparenz. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass ESG-Fonds dann trotzdem, weiß ich nicht, Total oder Total Energies oder Shell oder so zum Beispiel mit dem Portfolio haben, dann frage ich mich halt schon irgendwie so, wie das sein kann. Also wer legt denn fest, was sind diese ESG-Werte, die dann wirklich stimmen? Und da geht es halt auch darum, den Leuten dann auch zu sagen, hey, da und darauf müssen wir achten. Und genau, das ist so. Und natürlich der Punkt, der André gesagt hat, ganz, ganz wichtig, dass auch die Sicherungsanlage, der Deckungsstock natürlich dann am Ende nachhaltig investiert werden kann. Genau. Wunderbar. Ja, ich danke euch für diese Einblicke und Impulse, sage ich mal, in Richtung Nachhaltigkeit und nachhaltige Aufstellung. War sehr interessant. Danke euch. Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Super. Danke, Vanessa. Danke. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.